Ich bin heute in Langnau und wie man sieht, wieder mal nicht alleine. Ja. Guten Morgen, Ruth. Guten Morgen, Uli. Freut mich, dass ich da mitkomme. Ja, schön. So, zuerst schauen wir jetzt ein bisschen Langnau an und dann geht es Tram entlang zu mir nach Hause. Das berühmte Hotel haben wir hier zum Hirschen. Und da vorne das Dorfzentrum mit zum Teil alten Häusern. Da oben sieht man die Kirche. Und jetzt gehen wir hier vorne die Treppe hoch. Das ist übrigens der einzige Aufstieg, den wir heute haben. Da sind doch ein paar Stufen zu machen. Das ist die Bernhard-Antner. Treppe, gewesener Gemeindepräsident. Das ist die Soldatengedenkstätte. Man kann es fast nicht lesen. '1914 bis 1918. Wir sind jetzt in der reformierten Kirche. Es ist noch eine große Orgel. Ganz eine schöne Kanzel. Da hier haben wir schon wieder ein Denkmal. Ja, da ist es nicht so was Spezielles von dieser Seite her. Und da vorne die Kirche. Und wenn ich mich umdrehe, sieht man das älteste Haus von Langnau. Das Küchlihaus. Das ist aus
ein Museum. Da stehen wir jetzt vor dem Restaurant Bern. Und da hinten das älteste Haus von Langnau. Das Küchlihaus. Mit dem Regionalmuseum drin. Und da vorne dran gibt es auch noch was Spezielles. Und zwar den Erdstamm von einer Dusrüti-Tanne. Hier in Langnau findet ja auch immer ein Markt statt. Das wurde schon sehr, sehr früh bewilligt. Normalerweise bekommen immer nur Städte ein Marktrecht. Aber vor vielen Jahren, irgendwie so um 1500 herum, bekam auch Langnau ein Marktrecht. Und das wurde bis heute, ist das erhalten geblieben. Jetzt verlassen wir Langnau . Gehen da über diese Brücke und überqueren hier die Ilfis. Und das letzte Mal bin ich von dieser Seite hier gekommen. Das relativ neue Coop-Zentrum. Und da haben wir heute die erste Ilfisschwelle. Und heute haben wir ganz einen schönen Wanderweg. Ist sogar wahrscheinlich zum größten Teil jetzt schneefrei. Die Ilfis, die endet hier schon bald. Und zwar dort, wo sie dann in die Emme fließt. Einen Blick in die Emmentaler Hügel Richtung Mosek. Und da ein bisschen weiter vorne kommt jetzt die Emme von links her, also von da. Und da hier oben, ganz oben, ich glaube, dass sogar dieser Wald da ist, das, wo die
große Tanne herkam, die beim Küchlihaus ausgestellt ist. Von dem Dosrüttiwald. Da sieht man jetzt die große Druckleitung und das ist wieder ein kleines Kraftwerk. Hier noch der ganze Beschrieb. Das ist noch ziemlich groß. Übrigens kommen wir heute noch bei einem zweiten solchen Kraftwerk vorbei. Und hier unten, da kommt, glaube ich, das Wasser wieder raus. Es ist heute leider ein nebliger Tag. Weiter oben wäre sicher Sonne. Aber jetzt. Eine schöne Hahnenfamilie. Und da die Ilvis. Und man sieht auch gut, wie sie ab und zu Hochwasser hat. Und da, diese Gegend, sieht man wieder die Mosek. Und genau da oben ist sie. Und auch da auf der anderen Seite geht es ziemlich steil bergauf. Von da hier hinten kommt jetzt die Emme nach vorne. Und da die andere Seite. Da bin ich ja auch oben durch gewandert. War ganz eine schöne Wanderung. Jetzt überqueren Ruth und ich die Ilvis. Und da unten sieht man schon die Eisenbahnbrücke. Und noch oberhalb von dieser Eisenbahnbrücke kommt die Emme. Von der linken Seite her. So, und jetzt geht es weiter. Und hier vorne kommen die zwei Eisenbahnlinien zusammen. Hier von der linken Seite. Von Bern nach Langnau und von talaufwärts kommt die Bahn von Burgdorf nach Langnau. Und da gibt es noch einen Beschrieb von der Obermattbrücke, über die wir jetzt gerade gekommen sind. Und früher, man sieht es unten links, gab es da auch noch eine Holzbrücke. Da stehen wir jetzt unterhalb von der Eisenbahnbrücke und hier ist der Zusammenfluss von der Ilvis in die Emme. Geradeaus kommt die Emme nach vorne. Und von der linken Seite die Ilvis. Und hier sieht man, wie breit die Emme da schon geworden ist.
Und es wäre mal sehr interessant zu sehen, wenn da die Ilvis und auch die Emme Hochwasser führt. Da ist wieder diese Messanlage, wo die Höhe gemessen werden kann. Wenn mal Hochwasser kommt, gibt es da Alarm. Diese riesige Schwelle. Und da sieht man wieder gut, wie die Emme eingepfercht worden ist. Da sind sie am Holzfällen. Und da hier drüben ist noch eine alte Mühle. Und da ist auch schon ziemlich viel Holz am Boden. Und das da drüben, das sind Hühnerställe. Ja, da haben sie wirklich viel Holz gefällt. Und haben wahrscheinlich heute noch Glück, dass wir überhaupt durchkommen. Und auf der linken Seite fließt die Emme so ruhig dahin. Diese Gegend kennt auch jemand anders sehr gut. Einen ganz lieben Gruß. Hier die Haltestelle Neumühle. In der Nähe von Zollbrück. Und da hier wieder die Emme. Jetzt sind wir bereits bei der großen Sägerei in Zollbrück angekommen. Da hier drüben das größere Gebäude, das ist die Rückseite vom Jakobmarkt. Seine riesige Anlage da. Wir haben jetzt Zollbrück erreicht. Da hier stand früher auch noch eine Holzbrücke. Leider ist die dann abgebrannt und wurde nicht wieder aufgebaut. So, und jetzt geht es da hier weiter der Straße entlang, aber nur ein kleines Stück. Wir sind wieder auf einer Waldautobahn unterwegs. Aber wenigstens ist es hier durch nicht asphaltiert. Sehr angenehm zum Gehen. Und halt oft da in einem kleinen Wäldchen drin. Ist auch ein Schutzwald, ja. Schützt ein bisschen vor Überflutungen. Wobei es schon lange, lange her, wo die Emme mal da die ganze Breite ausgefüllt hat. Und da sieht man nach Ranflü rüber.
Jetzt gehe ich noch ein bisschen auf diese Brücke raus, um euch die Emme noch richtig zu zeigen. Schwankt ein bisschen, aber ist noch schön so. Das ist jetzt Emme aufwärts. Und da wird irgendetwas gebaut. Ich vermute ein bisschen, dass das Ufer verschönert wird. Aber ich bin nicht ganz sicher. Und das da ist jetzt Emme abwärts. Wir haben wieder mal für ein kurzes Stück den Wald verlassen, um dann wieder erneut hier in den Wald einzudringen. Und da kenne ich ja die andere Seite auch sehr gut. Da wurde auch ziemlich viel Holz schon gefällt. Da ist ganz eine schöne Stelle an der Emme, sogar noch eine Sitzbank. Und da ein bisschen weiter unten sieht man schon die große Sandfluh. Dort in dieser Gegend wird ja die Emme auch noch ein bisschen gestaut. Jetzt sind wir schon bei den Flühen vorne. Und auch schon bald beim Kraftwerk. Jetzt sind wir beim Kraftwerk, beim kleinen Kraftwerk angekommen. Ist auch schon wieder ziemlich viel Ablagerungen hin transportiert worden. Und da wird übrigens Strom gemacht für die Kambli Gürzi-Fabrik. Ist auch noch relativ ein neueres Kraftwerk. Und auf der rechten Seite sind wir an der Bahnlinie. Da noch ein paar Betriebsdaten. Und heute kommt doch relativ viel Wasser runter. Da unten hat es noch eine große Wurzel. Und dieser Wurzelstock stammt sicher auch irgendwo aus den Bergen runter. Der wurde sicher mit dem letzten Hochwasser hierhin gespült. Da überqueren Ruth und ich jetzt gerade die Grüne. Und da Grüne aufwärts haben wir vor uns die Eisenbahnbrücke. Und weiter vorne noch die Straßenbrücke. Und da machen wir jetzt wieder einen kleinen Bogen an die Emme.
Jetzt sind wir wieder auf einem Single Trail. Diesen Weg da hier kenne ich doch jetzt schon in- und auswendig. Bin auch schon in der Nacht da durchgegangen und man muss da schon ein bisschen noch aufpassen mit diesen Wurzeln. Und für mich wäre es ja kein Problem gewesen, wenn ich da in die Emme gefallen wäre. Das hätte dann wenigstens eine weiche Landung gegeben. Es ist dadurch sehr interessant, der Emme entlang. Mal nicht so ein kultivierter Weg. Eben ein schöner Single Trail. Da drüben ist gerade vorhin ziemlich viel Eis abgebrochen. Und da oberhalb, da hier oben, geht die große Straße durch. Und da kommen wir jetzt wieder zu einem kleinen Spielplatz. Und da ist auch eine Vogelvoliere. Da habe ich aber schon lange keine Vögel mehr drin gesehen. Noch die alte Holzbrücke. Die überqueren wir heute aber jetzt nicht. Wir gehen da geradeaus. Und da vorne wäre noch der Beschrieb von der Brücke. Die Kohlhausbrücke. Da oben sieht man die Kirche von Lützelflü. Ich werde sie euch ein andermal zeigen. Und da unten ist der neue Dorfteil von Lützelflü. Der ältere ist bei der Kirche oben. Und da hier noch einen Blick auf die Emme runter.